Hallo liebe Wohnmobilfreunde, hier ist der Guido von GNS TV. Ja, ich bin bei GNS Grimmer. Hier, wie man sehen kann, wir haben heute wieder ein außergewöhnliches Auto in der Werkstatt. Da hat der André und der Mitarbeiter von André ganze Arbeit geleistet. Die haben wir des Öfteren oder die haben wir in der letzten Zeit ganz oft in der Kundschaft, weil man gesehen hat, wie toll wir das hier machen. Und der André hat das auch, ja, wie soll ich sagen, spezialisiert, würde ich sagen. Das ist wirklich klasse. Ich zeige euch das jetzt mal. Da nehme ich euch jetzt mit hier hoch, weil er kommt nämlich jetzt gerade damit runter. Ich wende mal. Jawohl, guck mal. Hä? Mercedes Sprinter Allrad. Wenn ich das richtig gedeutet habe, ist das der Sechszylinder mit der 3-Liter Maschine. Schon ein Monster, das Ding, ne? Oder? Schöne Bereifung drauf. Guck mal. Hat noch ein höher Legungspaket, nenne ich das mal. Ja, von Hümer, das Ganze. Von Hümer, das Ganze. Und da fragen wir den André doch jetzt gleich mal, was GNS Grimmer da gemacht hat. André, wo bist du? Hi. Ja, das ist ja der Wahnsinn. Da fährst du auch gerne mit, ne, das oder? Das ist ein richtiges Monster, ja. Also, ja. Ich bin schon groß, aber die elektrischen Drittstufen, die brauchst du. Ja, ne? Da kommst du nicht hoch. Ja, ja, nee, ist klar. Das habe ich gerade schon gesagt. Der hat so ein Höherlegungspaket, nenne ich das mal. Mach doch mal die Türe auf, dann zeigen wir das doch mal. Der ist schon perfekt ausgestattet, aber hat extra nochmal höhenverstellbares Luftfahrwerk bekommen. Und Monsterreifen. Ja, Mutti möchte ja auch sitzen. Mal fahren, ne? Ja, ja. Die sind ja schon mal, ne? Könnte ja mal eine kleinere Dame dabei sein. Das stimmt, ja. Also, Hümer denkt da an alles. Ja. Und dann ist ja auch Komfort. Was sollst du dich da rumquälen? Ja. Das ist ja auch noch ein bisschen Hobby. So, also, jetzt habe ich, ja. Also, die sind mega. 4 Schlafplätze, 4 eingetragene Gurte. Das Dach geht ja nochmal oben raus. Also, fast so hoch wie ein Morello oder ein Liner oder so. Ja. Und. Ja, komplett ausgestattet. Der Kunde fährt Motocross. Deswegen auch dieser extreme Umbau mit den großen Reifen und Höherlegungsfahrwerk, alles luftgesteuert. Gut, da spielt die Optik natürlich auch eine Rolle. Ne? Genau, wenn genau. du Cross fährst, dann brauchst du auch so ein Auto. Ne? Genau. Ja, gut, da habe ich aber das größte Verständnis für. Ja. Ja, so ein bisschen Spielen gehört ja dazu. Ne? Ja, genau. Guck mal, das ist ja mega. Ne? Guck dir das an. Ne? Ja. Also das ist schon, vor allem hat er den, wenn ich richtig gehört habe, den Sechszylinder. Ja. Ja. Ja, der schnucht ja wie ein Uhrwerk. Das genau. Ding, ne? Genau. Automatik selbstverständlich. Ja. Untersetzung, alles sämtliche Spielereien, das Teil ist einfach voll ausgestattet, alles genau. Was geht. Jetzt haben wir ja letztens schon mal öfters solche Autos geführt, auch vergangenen Monat oder vor 2 Monaten. Genau. Und erzähl mal, was hat der bekommen? Genau, der hat von uns einen Wechselrichter bekommen. Ja. Aus dem einfachen Grund, wenn er von der Crossstrecke kommt, er hat einen größeren Wassertank drin, hat einen Außenwasseranschluss, jetzt auch eine Außensteckdose. Er möchte einfach den Kärcher betreiben. Einen ganz normalen Wasserkärcher, um dann, also Netzvorrangschaltung haben wir natürlich mitgemacht, das kann er jetzt auch nutzen, aber vorrangig ging es ihm darum, den Kärcher zu benutzen, um das Motorrad sauber zu kärchern, bevor er es wieder einlädt. Ja. Und das kann er jetzt komplett außerhalb vom Auto machen. Ja, Kärcher, was sonst, ne? Ist ja klar. Mein Gott, wenn schon, denn schon, ne? Genau. Komm, vorne die Schnauze müssen wir noch mal zeigen. Ja, ich finde, das ist einfach klasse gemacht. Ne? Mercedes baut hier auch die richtige Front, das sieht natürlich richtig schick aus. Ach, da steht ja der Kärcher schon, ne? Ja, alles schon getestet. Ach ne, hast du schon probiert? Ja. Ach, genau, Schlafecke, Küche, ne? Im Prinzip Fernseher, alles da. Ja, Cockpit ist natürlich, ja, ich bin ja, wie gesagt, ich mag diese Autos, ja. Das ist genau mein Ding, ne? Wenn ich jetzt nicht so lange unterwegs wäre mit meinem, dann wäre ich auf sowas umgestiegen. Ja. Ja, ich habe oft geguckt, aber das hat dann platzmäßig keinen Sinn. Ja. Ne, das macht keinen Sinn. Aber ich muss verstehen. Ja. Ich würde es glatt verstehen, ja, auf sowas umzusteigen. Genau, vielleicht geht ja der Trend zum Zweitwohnmobil. Ja. Ne, so ein Männerspielzeug. Zum Beispiel, ja. Ja, dann zeig uns doch mal die Energieecke. Da ist ja auch, oder erklär hier mal. Ja, er wollte das Display hier unbedingt hinhaben, weil wenn er dreckige Klamotten anhat, er will nicht irgendwo anders, sondern mit der Hand einfach dran lang und an. Das wäre der Kärcher. Gut, Kunden und Wunsch ist für uns ja kein Problem. Genau, er wollte das so haben. Ja. Die Dose macht er sich noch selber, die hat er auch selber mitgeliefert, die macht er sich aber noch selber dran. Er versetzt die Anhängersteckdose hier, macht sich hier ein schwarz beschichtetes Metall mit hin und so sind die 2 Dosen dann nebeneinander. Und hier ist der Außenwasseranschluss vom Kärcher.
Ach, der Außenwasseranschluss. Außenwasseranschluss von Kärcher. Also ja, gar nicht drin bleibt alles so, wie es ist. Also alles sauber. Schlauch dran, Kärcher dran. Und die blaue Steckdose ist was? Die ist von Kärcher. Jetzt. Extra Strom von nur für genau, den Kärcher. Genau, von innen nach außen, sodass alles... Und ist ja gar kein Kärcher, ne? Ist ja ein blaues Gerät. Ne? Aber wir sagen jetzt einfach... Also ein blaues mal. Gerät, ja. Ein, wie sagt man sonst? Keine Ahnung. Okay. Spielt doch keine Rolle. Ja, wichtig ist ja auch zu erwähnen, dass unsere Wechselrichter den Anlaufstrom von so einem Hochdruckreiniger können. Ja. Ja, also das Ding springt ja an, die Kompressorpumpe springt an und das ist ein Anlaufstrom, den müssen wir überbrücken. Genau. Sonst wird das nichts mit dem Saubermachen von dem schmutzigen Crossmotorrad. Genau. Was die Kunden durch unsere YouTube-Videos erfahren haben und was sie halt mögen, ist, dass wir das Fach beibehalten, dass wir das umbauen, dass unser IVT-Wechselrichter hier hinten mit reinpasst. Genau. So dass wir keine anderen Fächer benutzen müssen. Also hier oben bleibt alles gleich, das bleibt das Ablagefach. Wir ändern hier unten die Ordnung von den Geräten, so dass unser Wechselrichter hier mit reinpasst und trotzdem noch hier hinten in die Karosse seine warme Abluft bringen kann. Ja. Und das haben wir im ersten YouTube-Video gezeigt und das mögen sie halt. Und deswegen kommen sie zu uns und lassen das so umbauen. Na gut, das sieht ja jetzt auch farblich so aus, als wenn er aus dem Werk kommt. Ja, genau. Ne? Das findet auch Mercedes schön und bringt die Fahrzeuge hier. Ja. Ja, da müssen wir ja nicht lachen. Das ist auch dein Verdienst, ja, dass du das so akribisch machst und immer wieder austüftelst. Das ist natürlich auch so gewollt. Deswegen sind wir auch zusammengekommen mit unserem GNSTV-Partner. Genau. Also wir, du und ich, weil das so ist. Genau. Ich habe das vorher schon gesehen. Das ist ja das, was wir immer sagen. Und da wird auch hier und da ja schon mal erzählt, ja, das ist ja nicht in 4 Wochen getan. Natürlich ist das nicht in 4 Wochen getan. Aber wir haben in 4 Wochen einen riesengroßen Schritt gemacht. Genau. Und Dinge getan, die andere nicht tun. Genau. So, und insofern sind wir jetzt nach einem Jahr. Guckt euch das an, Leute. Soweit. So, wenn ich das richtig deute, ist das von Hymo das Hybrid-System. Ja. Mit Lithium und AGM. Genau. Und alles da reingepackt. Genau. Hier ist praktisch alles drin, was Elektrik vom Wohnmobil, von dem Fahrzeug angeht. Das macht ja auch Sinn, alles. Das da reinzupacken. Was sollst du das verteilen? Das macht ja keinen Sinn. Mhm. Ja, man sieht hier die typischen Hymo-Stecker 230. Da, das ist alles da hinten reingepackt. Das ist auch noch belüftet. Das ist das Schöne dabei. Ja, da kommt... Hier unten drunter laufen noch Abflussrohre. Die machen das ja zumindest vernünftig und machen die Abflussrohre unten drunter. Genau. Ja, bei manchen Fällen, also siehst du, die oben drüber laufen. Da denke ich immer, Gottes Willen, wenn da mal irgendwas kaputt geht, dann tropft das schön in den Wechselrichter rein oder in das Ladegerät oder in den Booster oder auf die Batterie. Das haben wir hier nicht. Nee, in dem Fall brauchst du dein Wohnmobil nicht mal selber anstecken. Wenn die Wasserleitungen oben undicht werden, brauchst du dein Wohnmobil nicht mal selber anzünden. Nö, muss man nicht mehr. Geht dann von ganz alleine. Genau. Ja, stimmt, genau. Ja, wie ich sehe, eine Hochlastsicherung. Ja. Logisch. Genau. Hochlastsicherung, unser zusätzlicher FI. Wir bringen ja eine 230 Volt Installation ins Wohnmobil. Immer mit FI. Da benutzen wir den Kasten mit. Ja. Und somit ist das alles kompakt. Und das ist halt... Hat er eine Solaranlage oben drauf? Ja, die war schon drauf. Die war schon drauf. Die war schon drauf. Okay. Genau. Ja, Leute, also ich finde das mega, was hier so stattfindet. Die Firma GNS Grimmer, ja, macht das nicht nur gut, sondern die haben auch noch tolle Ideen dabei. Ne? Also da muss ich jetzt die meisten nehmen die Taschen hier raus, klatschen das Ding hier rein, schließen und anfällig. Ja, ich muss dazu sagen, bin ich selber schuld. Ich habe gesagt, ja, gar kein Problem. Beim ersten. Dann haben wir den ersten Mal da gehabt und haben das mal auseinandergebaut und haben dann gesagt, okay, Herausforderung angenommen. Ja, genau. Und haben die dann so gelöst. Und das ist aber auch immer so, André. Ja. Das ist doch dein Leben lang so, oder? Genau. Ja, meine ich doch. Aber ich wollte es noch mal sagen. Viele gehen jetzt hin, nehmen die Tasche hier raus, ja. Und ich mache das da einfach mal. Ne? Das sind die Auffahrkeile. So, dann haben wir doch Platz für den Wechselrichter. Genau. Ne? Die schmeißen wir jetzt hier rein, da kann der Kunde doch gucken, wie er klarkommt. Genau. Nee, machen wir nicht. Wir lassen die, nimmst du mal mit an. Ja. Wir lassen den Stauraum so, ist der ist sowieso eng bemessen bei so einem Fahrzeug. Das kannst du ja vielleicht machen, wenn du, wie ich, 12 Meter länger hast oder so. Ja. Aber das ist schon klasse. Das ist schon klar, hier wird nichts. Also André, das hast du richtig gut gemacht. Das gefällt mir und dem Kunden mit Sicherheit auch. Ja. Definitiv. Das ist mittlerweile, ja, ich habe aufgehört zu zählen, aber
kommen alle hierher, haben das bei YouTube gesehen und genauso möchten wir das haben, Platz sparen. Wir haben den anderen Platz noch frei und ja. Gut, in dem Sinne ist da nichts mehr hinzuzufügen. Also wir haben hier nur einen Wechselrichter gemacht. Nur einen Wechselrichter gemacht, genau. Alles gar kein Problem bei GNS Grimma, oder? Nee. Das ist das, was noch gefehlt hat und machen wir auch gern. Ganz genau. Ja, alles klar. Ich danke dir, André. Sieht super aus. Ich kann mich da gar nicht satt gucken. Ja, ich auch nicht. Ja, Leute. Ich bin nicht nur von dem Auto begeistert, sondern auch von unserer Arbeit. Der André hat hier wieder mal ganze Arbeit geleistet. Wie gesagt, auch ein Wechselrichter als einzelne Gerätschaft, die wir als Auftrag haben, ist hier kein Problem. Ja? Fragt hier ruhig an, ruft den André an oder schreibt uns eine E-Mail, nimmt ein Kontaktformular auf unserer Homepage. Ist alles gar kein Problem. Dann würde ich sagen, gute Arbeit. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Guido von GNS TV.